Liebe Schwestern und Brüder, am 5. Fastensonntag begrüße ich Sie hier in der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Kranenburg. Wie immer in diesem Jahr beim Hashtag Ein Tag, ein Wort stehe ich unter dem Kreuzweg, den der Kranenburger Künstler Dirk Wilmsen für das südliche Seitenschiff der Kranenburger Stifts- und Wallfahrtskirche erstellt hat. Heute unter der 8. Station Jesus begegnet den weinenden Frauen. Als Wort für den heutigen Sonntag habe ich den Beginn der 2. Lesung ausgesucht, entnommen dem Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Liebe Schwestern und Brüder, scheint das nicht ein Gegensatz zu sein? Wir sehen die 8. Station des Kreuzweges, wir wissen, dass Jesus am Kreuz sterben wird, und der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesu Gebet erhört worden sei, ja, dass er gerettet worden sei. Nun, der Hebräerbrief weiß natürlich darum, dass Jesus am Kreuz stirbt, aber er blickt schon voraus auf das Osterfest, auf die Auferstehung Jesu. Und in diesem Sinne ist hier von Rettung die Rede. Der verstorbene Münsteraner Theologieprofessor Johann Baptist Metz hat einmal davon gesprochen, dass unser christlicher Glaube sich auszeichnet durch eine Mystik der geöffneten Augen. Und so sind wir eingeladen und herausgefordert, in der Fastenzeit natürlich das Leiden Jesu zu betrachten, aber auch das Leid der Menschen heute in den Blick zu nehmen. Das Leid der Hungernden, das Leid der Kranken, das Leid der Sterbenden, das Leid der Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten vom Sudan bis hin zur Ukraine. Und ich denke in diesen Tagen und Wochen auch besonders wieder an die Menschen im Heiligen Land, an die israelische Zivilbevölkerung und an die palästinensische Zivilbevölkerung. Und ich bin immer wieder erschüttert darüber, dass scheinbar jede Seite nur das eigene Leid in den Blick nimmt. Wir sind herausgefordert, wirklich das Leiden aller Menschen wahrzunehmen, nicht abgestumpft, nicht gleichgültig zu sein gegenüber fremdem Leid. Uns herausfordern zu lassen und zu schauen, wo können wir helfen? Die heutige Miseria-Kollekte ist eine Möglichkeit, zu helfen, fremde Not zu lindern, mit dazu beizutragen, dass durch die Betrachtung des Leidens Jesu und durch das Inblicknehmen der leidenden Menschen heute unsere Welt besser wird, dass es gerechter, friedvoller zugeht, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können. Lassen wir uns vom heutigen Miseria-Sonntag dazu einladen, im Blick auf das Leiden und Sterben Jesu und im Blick auf das Leiden der Menschen heute.